Wie ist die Ausgangslage nach Ostern? Das will ich in diesem Video ein bisschen analysieren und thematisieren. Ich hoffe, Sie hatten schöne Ostern, aber gehen wir gleich in Medias Res. Die Fed jetzt zwischen Inflation, Zinsen, Kreditklemme und Rezession. Man könnte sehr kurz formulieren, die US-Notenbank und andere Notenbanken haben die Inflation ignoriert, negiert, dann als vorübergehend bezeichnend, dann erkannt, ist nicht vorübergehend, mussten also stark die Zinsen anheben, vor allem relativ schnell die Zinsen anheben. Das führte, wie wir jetzt wissen, zu einer Bankenkrise. In Gefolge der Bankenkrise, weil Kunden Gelder abziehen von Banken und in Geldmarktfonds legen, haben die Banken ein Liquiditätsproblem, also werden sie weniger Kredite vergeben, also haben wir eine Kreditklemme und diese Kreditklemme wird zur Rezession führen. Aber was passiert, wenn trotz Rezession die Inflation nicht so wirklich runterkommt, sodass die Fed die Zinsen nicht wirklich deutlich senken kann? Wir werden sehen, was passiert, aber schauen wir uns das Setup an den Märkten an. Wir hatten am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten, die waren besser als befürchtet. Sie kamen rein wie erwartet, ziemlich genau wie erwartet. 236.000 neue Jobs erwartet. 230, also nicht wirklich jetzt eine Überraschung auf der Ober- oder Unterseite. Steve Leisman von CNBC sagt, ja, also dieser Jobs-Report ist nicht so schlecht, als dass die Fed jetzt mit den Zinsanhebungen aufhören würde. Wir hatten ja zuletzt ganz schwache Daten gesehen, Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, JOLTS, die ISM-Indizes, ja alles katastrophal. Hier also nochmal so ein bisschen ein Lichtblick, Frage, wie verlässlich sind die Daten, Stichwort Seasonal Adjustments, Birth-Death-Model, kann man lange diskutieren, ist eher eine Lotterie. Aber entscheidend ist ja, was die Märkte daraus machen und wir haben vorhin gesehen, 71% jetzt die Wahrscheinlichkeit, die in den Fed Fund Futures eingepreist ist, dass die Fed die Zinsen nochmal anheben wird. Anfang Mai bei ihrer Sitzung, dann Juni-Sitzung, Zinsen unverändert. Hier das, was Sie hier an blau markiert sehen in dieser Zahlenreihe. Und dann schon die etwas größere Wahrscheinlichkeit, dass am 25.07. die Fed die Zinsen wieder senken wird. Das ist zumindest die Erwartung der Fed Fund Futures, die diese Wetten letztendlich bepreisen. Wir sehen aber, dass die Renditen wieder nach oben gegangen sind, eben infolge der Arbeitsmarktdaten in den USA. Die zweijährige US-Staatsanleiherendite wieder über 4% und die dreimonatige T-Bill, da ist man sogar bei 4,96%. Nicht gut für Banken, denn das ist ja, oder für die Regionalbanken vor allem, denn das übt ja weiter Druck aus auf letztendlich diese Regionalbanken selber Zinsen ihren Kunden bieten zu müssen, konkurrieren zu müssen mit eben diesen Geldmarktfonds. Aber was wir hier sehen, das hat sich jetzt am Freitag bestätigt. Apollo Thorsten Swock hatte das schon gesagt, also der hat eine Umfrage gemacht unter Banken der Region Dallas, alle haben gesagt, wir haben dramatisch unsere Kreditkonditionen verschärft und wir haben jetzt über das Wochenende gesehen letztendlich, dass die Kreditvergabe der Banken noch nie so stark zurückgegangen ist, wie in den letzten beiden Wochen, seit die Fed die Daten praktisch erhebt und das tut sie seit 50 Jahren. Was also wird passieren? Die Banken müssen jeden Cent letztendlich beisammen halten, also vergeben sie weniger Kredite. Das führt dazu, dass Unternehmen weniger Kredite bekommen. Also was tun diese Unternehmen? Sie versuchen Kosten einzusparen, das ist der erste Schritt. Und Kosten kann man dann vor allem im zweiten Schritt einsparen, wenn man Mitarbeiter entlässt, die ja bekanntermaßen einer der ganz, ganz großen Kostenfaktoren sind. Und weil das wohl so kommen wird, dass wir über die Kreditklemme dann Entlassungen sehen werden, die Entlassenen können weniger konsumieren, dementsprechend tritt eine Rezession ein. All das wird hier etwa von dieser Zinskurve, die laut FED-Chef Jerome Powell die entscheidende ist, nämlich die 3 Monate minus 3 Monate in 18 Monaten, also die dreimonatige Anleiherendite in Relation zur Erwartung, wo diese dreimonatige Anleiherendite in 18 Monaten, also in 1,5 Jahren sein wird, so invertiert wie noch nie jetzt am Freitag. Wir sehen hier nochmal Kreditvergabe. Dürfte deutlich zurückgehen. Hier sehen wir die Spreads oben. Also was verlangen die Banken für Aufschläge, wenn sie Kredite vergeben? Kredite werden immer teurer, weil die Banken immer risikosensitiver werden. Also wird die Kreditvergabe deutlich zurückgehen. Und wie gesagt, das spiegelt sich dann in den Renditekurven. Hier sehen wir die dreimonatige Treasury Yield jetzt bei 5,08% sogar. Und diese Invertierung eben der Kurven, die ist seit den 80er Jahren nicht mehr da gewesen. Dennoch sagt etwa James Ballard, wir sollten weiter die Zinsen anheben. Kann man das? Wird man das? Das ist die Frage. Wir sehen dann auf der anderen Seite schon in neueren Daten,
wie stark die Nachfrage zurückgeht, etwa im PC-Bereich. Hier haben wir die Shippings, also praktisch die Transporte von PCs, von Elektronik, wenn man so will. Da haben wir bei Apple einen Rückgang von 40,5%. Gestern deswegen die Apple-Aktie minus 1,6%, aber im Durchschnitt 29,0% Rückgang. Das ist fast ein Drittel. Das muss man sich mal reinlassen. Das haben wir schon in Daten aus Vietnam gesehen. Die Exporte von Smartphones, von Elektronikgütern geht deutlich zurück. Ein Zeichen dessen, was kommt, denn diese Elektronik ist ein Frühindikator. Wenn wir jetzt mal gucken auf die gestrigen, auf den gestrigen Verlauf der Wall Street unter dünnsten Volumen. Wir hatten gestern das dünnste Volumen dieses Jahres bisher. Mehr oder weniger unverändert. Dow leicht im Plus, S&P 0,1 im Plus. Nasdaq 0,03 im Minus, vor allem die Small Caps gestern zugelegt. Industrial Energy und Real Estate waren die besten Sektoren, war wieder ein Short Squeeze. Wir sehen hier die Most Shorted Stocks rechts. Die haben sind wieder nach oben gegangen, also der Short Squeeze ging weiter. Und zwischenzeitlich, vorbörslich vor allem am gestrigen Montag, sah das alles nicht so gut aus. Die US-Futures nach unten, weil Ueda, der neue Notenbankchef von Japan, gesagt hat, ach wisst ihr was, wir machen alles so weiter wie bisher, praktisch die ultralaxe Geldpolitik. Und daraufhin der Yen viel schwächer geworden, der Dollar aufgewertet. Was die Märkte hier gespielt haben, war dann der stärkere Dollar. Das ist negativ normal korreliert mit den Aktienmärkten. Also zunächst mal nach unten, aber dann die Drehung. Vor allem nach der Meldung, dass die FHLB, also die Federal Home Loan Banks, das sind 11 Regionalbanken, die sich zusammengeschlossen haben und praktisch Notkredite vergeben unter staatlicher Aufsicht. Und hier muss man selber praktisch ja, wenn man diese Kredite vergibt, Gelder aufnehmen am Markt. Hier die Meldung gestern, dass die FHLB weniger Geld aufnehmen will. Das hat dazu geführt, dass man sich sagt, so schlimm ist es vielleicht nicht mit der Bankenkrise. Die Regionalbanken unten in diesem Chart, KRE, und dann zunächst nach oben, aber dann auch wieder teilweise die Gewinne abgegeben. Wer hat jetzt recht? Die Aktienmärkte, die sagen Soft Landing, macht euch keine Sorgen. Wir laufen nach oben. Oder die Regionalbanken, die eben einen Credit Crunch, eine Kreditklemme einpreisen. Wir werden sehen, wer recht hat. Normalerweise würde die Logik sagen, naja, du hast hier bestimmte Abläufe. Kreditklemme heißt weniger Kredite, heißt weniger Konsum, heißt eben dann auch Rezession. In einer Rezession ist es normalerweise nicht so schick für Aktien, weil eben die Unternehmen ja auch weniger Geld umsetzen, weniger Marge haben, weniger Geld verdienen. Hier sehen wir mal den S&P 500. Der kann durchaus noch zu dieser oberen Trendkanalbegrenzung laufen, so um und bei 4150, 4160. Wir sehen dann unten vor allem negative Divergenzen, die sich da in der Stochastik, im RSI und so weiter abzeichnen. Ein Treiber kann sein für Rallyes, eben die Short-Positionierung. Wir haben schon gesehen, Most Shorted Stocks, die am meisten geschorteten Aktien, die sind gestern wieder gestiegen. Hedgefonds, die sind jetzt so bärisch, was die Future-Positionierung betrifft beim S&P 500, wie seit einer Dekade nicht mehr. Man ist vor allem ja insgesamt aus US-Tech rausgegangen, hat nach Europa und nach China ein bisschen allokiert. Allerdings sagt Alliant Capital, dass das letzte Mal, als wir eine solche Positionierung hatten, da sind die Märkte auch ziemlich deftig gefallen. Also das muss, es kann ein Kontraindikator sein, muss aber nicht. Was sich hier abzeichnet, übergeordnet, ist, dass wir einen bald stärkeren Dollar sehen, obwohl alle Welt vom Untergang des Dollars derzeit spricht oder gerade deswegen. Wir sehen, dass wir positive Divergenzen bei der 10-jährigen Anleiherendite haben. Wir dürften also perspektivisch höhere Renditen an den Anleihemärkten sehen und das kann liegen an den morgigen Inflationsdaten. Hier JP Morgan, wir erwarten, dass die wieder ziemlich heiß reinkommen mit einem 0,5er Anstieg zum Vormonat. In Core, also praktisch in der Kernrate, das ist über dem Konsens. Das wäre dann praktisch der vierte Monat, wo die ganze Geschichte wieder nach oben geht. Und wenn dem so käme, wie soll dann die Fed die Zinsen senken? Sie müsste sie weiter anheben, auch wenn damit die Bankenkrise wahrscheinlich verschärft wird, die Kreditklemme verschärft wird, die Rezession wahrscheinlicher ist. Hier sehen wir auch nochmal Bank of America, die auch sagt, sticky. Wir glauben, dass CPI um 0,4% steigen wird und um 5,6% zum Vorjahresmonat. Also man erwartet hier, dass die Zahl doch relativ hoch ausfallen wird. Also Inflation weiter ein Problem sein wird.
Und nochmal zurück zur Bankenkrise. Jetzt immer mehr Kritik an der Fed. Jetzt sagt man, naja, was hat denn die gute Vizechefin Lael Brainard gemacht, die ja jetzt für das Weiße Haus als Chefberaterin in Sachen Ökonomie arbeitet. Also irgendwer hat da ganz böse gepennt. Das kann doch wohl nicht sein. Da wird also Kritik jetzt immer lauter. Irgendwer hat Unrecht, auch was die Fed betrifft. Hat die Fed recht, die sagt, nö, wir werden die Zinsen nicht anheben. Oder die Märkte, die eben sagen, doch, werdet ihr dreimal, und zwar bis Dezember. Auf der anderen Seite sagt die Fed, naja, wir sind nicht schuld an dem ganzen Theater. Ich glaube nicht so Williams, der New York Fed-Chef, dass der schnelle Anstieg der Zinsen irgendwas mit der Bankenkrise zu tun hat. Der Mann hat Humor, das muss man ihm lassen, gell? Also das sind schon Spaßvögel. Natürlich hat es damit zu tun. Natürlich fließen die Gelder ab von den Regionalbanken, vor allem weil die nicht in der Lage sind, diese Zinsen zu bieten, die man woanders aufgrund des Zinsanstieges ins bekommen kann. Frage ist jetzt, was macht denn die EZB? Hier sagt Pablo Hernández de Cos, Spanier, Espanier, der sagt, wir werden wahrscheinlich die Zinsen auch weiter anheben müssen. Also bisher kein Pivot der Notenbanken in Sicht. Wenn wir jetzt nochmal zur Geopolitik kommen, hier ja diese doch extrem intensiven Manöver, Abriegelungsübungen von Taiwan. Man hat noch nie in einer solchen Form diese Übungen gemacht, nachdem die taiwanesische Präsidentin sich ja mit US-Vertretern getroffen hat. Es ist ein Papier aufgetaucht, das zeigte, wie die Chinesen derzeit vorgehen. Sie rekrutieren Soldaten, haben detaillierte Pläne für die Eroberung von Taiwan. Das wird noch ein richtig heftiges Ding. Und wenn wir jetzt nochmal hier nach China kommen, Wirtschaft in Schwierigkeiten, Caixin, chinesische Wirtschaftsinstitut warnt, das dürfte jetzt schwieriger werden für die chinesische Wirtschaft. Die Erholung verpufft schon wieder. Wir sehen auch heute etwa die Inflationsdaten ziemlich schwach. Verbraucherpreise nur 0,7% gestiegen statt 1,0 zum Vorjahresmonat und die Erzeugerpreise fallen sogar 2,5%. Gestern hatte China übrigens vor einer KI-Blase gewarnt bei Aktien. Das ist an der Wall Street noch nicht angekommen. In China allerdings sind diese Aktien nach unten gegangen. Erste Empfehlung, schauen Sie sich das mal an, was Caixin über die chinesische Wirtschaft sagt. Da bereitet man die Bevölkerung im Grunde schon auf eine deutliche Abschwächung vor. Hochinteressant. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, mein Kollege Wolfgang Müller sagt, die Fed wird einknicken aufgrund der Bankenkrise. Wird sie das? Wir werden sehen. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung. Schauen Sie sich mal an, wie krass die Kreditvergabe in den USA zurückgegangen ist in den letzten beiden Monaten. Never ever before hat es so etwas gegeben. Kann das ohne Folgen bleiben? Ich glaube nicht. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal das Beste mit diesen drei Empfehlungen. Kommen Sie gut in die nachösterliche Woche. Servus und ciao.